Guten Morgen. Die übertriebene Angst vor Bakterien, vor Erregern, vor Viren, das nennt sich Mysophobie. Ich kannte den Begriff bis gestern auch nicht. Den habe ich extra für die heutige Koffeinausgabe nachgeschlagen. Der vielleicht bekannteste Fall von Mysophobie, das war Howard Hughes. Ja, falls Ihnen der Name nichts sagt, im Film Aviator, da wurde Howard Hughes von Leonardo DiCaprio dargestellt. Oh, kann man sich anschauen, muss man nicht gesehen haben. In den vergangenen 3 Jahren haben wir ja viele Fälle von Mysophobie erlebt. Also wirklich die skurrilsten Fälle, ne? Die haben es dann auch als Meme so ins Internet geschafft. Da gab es welche, die haben sich mit Plastikfolie wirklich eingewickelt. Andere hatten so eine Haube, so einen selbstgebastelten Helm aus einem umgebauten Wasserbehälter. Es gab auch welche, die haben ihre Nahrung mit einem Spray desinfiziert. Also schon extreme Beispiele extremer Angst. Mysophobie, das ist ja kein gesundes Verhalten, ne? Ist krank. Man hat ja auch das ganze Jahr über, also jetzt auch im Sommer, in jedem Supermarkt immer irgendjemanden rumschleichen sehen, ja, in den Gängen mit so einer FFP2-Maske auf. Das ist auch krankhaftes Verhalten. Mysophobie. Gesund ist das nicht, ne? Und jetzt werden es ja auch wieder mehr. Also Leute mit FFP2-Maske. Es werden wieder mehr. Früher ist niemand mit so einer Maske durch die Gegend gelaufen. Das gab's nicht. Erst mit der ausgerufenen Corona-Pandemie wurde dieses Verhalten plötzlich ja, en vogue, geradezu en vogue. Und dann natürlich auch gleich zur Pflicht erhoben, ist ja klar. Man hat den Leuten eben Angst gemacht. Angst, 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 rund um die Uhr Angst. Ja, es war ein gut einstudiertes globales Angst- und Panikorchester. Ja, die haben das geübt, die haben das vielfach geübt, damit diese Pandemie nicht auch wieder floppt, so wie andere Pandemien zuvor. Ja, Schweinegrippe, Vogelgrippe, das waren ja auch ausgerufene Pandemien, für die sich niemand interessiert hat. Und siehe da, bis auf irgendwelche Berichterstatter hat niemand was von der Pandemie mitbekommen. Ne? Ja, das gab es dann einfach nur in den Medien und in den Verlautbarungen der WHO. Dieses Mal hat ja alles funktioniert. Ne? Die Corona-Pandemie ist ein globaler Erfolg, kann man sagen. Kein Flop. Und das Panikorchester, das beginnt ja jetzt auch wieder zu spielen. Sie werden das mitbekommen haben. Die Varianten, die Inzidenzen und die Tests sind zurück. Ne? Überall werden auch schon wieder Testzentren aufgebaut. Ja? Kann man sich auch online anschauen. Gibt es jetzt schon die ersten Bilder von neuen Testzentren. Ja, und auch die Masken sind zurück. Klar, die Maske, ganz wichtig. Ohne Maske funktioniert das alles gar nicht. Ohne Maske keine Pandemie. Die Maske ist für das Funktionieren der ausgerufenen Pandemie absolut essentiell. Die Pandemie muss für die Bürger im Alltag sichtbar und erlebbar sein. Ja, sonst droht die Pandemie ganz schnell wieder in Vergessenheit zu raten. Die Maske ist notwendig. Und auch erst mit dem Überziehen der Maske, ja, wird die Pandemie in den Köpfen der Menschen wirklich real und tatsächlich auch erlebt. Ja, Maske. Die Maske ist wichtig. Ja. Im Spiegel, da wurde gestern für die Maske getrommelt. Ja, nicht nur im Spiegel, auch vorher schon irgendwie ARD, ZDF, WDR und wo nicht überall. Ja. Maske, Maske, Maske. Aber hier ist es gestern im Spiegel, holt die Masken wieder raus. Ja. Also, es ging noch nicht um eine Maskenpflicht. Ich glaube, das wäre jetzt auch noch verfrüht. Und ich schätze mal, das käme beim Großteil der Bevölkerung noch gar nicht gut an. Ja, aber es sind die ersten Schritte hin zu einer erneuten Maskenpflicht. Ist doch völlig klar. Man kann nicht gleich wieder von 0 auf 100, ja, oder aus dem Stand gleich wieder diese Maskenpflicht einführen. Das, was da geschieht, ist durchaus kritisch zu betrachten und auch gefährlich. Ja? Weil wir wissen ja, wohin diese Entwicklung das letzte Mal geführt hat. Also im Spiegel, da fordert die Redakteurin Veronika Hackenbroch mehr Mut zur Maske. Ja, sie fordert den Mut zur Maske. Ja. Dieses freiwillige Tragen einer FFP2-Maske in der Öffentlichkeit, das sei nicht etwa irgendwie das Zeichen einer Verhaltensauffälligkeit oder überzogenen Angst, einer Mysophobie, sondern ja von Klugheit, ja, und Verantwortung. Und wenn man dabei das Gefühl habe, irgendwie sonderbar zu sein, klar, man wird mittlerweile glücklicherweise von vielen komisch angeguckt, dann solle man die Maske trotzdem tragen und erst recht. Denn je mehr dies täten, umso weniger kämen sie sich dabei auch komisch vor. Klar, das stimmt. Das ist vollkommen logisch, ne? Aber das gilt auch für andere Verhaltensstörungen oder Auffälligkeiten, Frau Hackenbroch. Je mehr Leute auf die Straße kacken, umso weniger werden sie sich dabei schämen, ne? Ist ja völlig klar.
Das sollte man aber nicht als Aufforderung verstehen, das jetzt auch zu tun. Der Spiegel und Frau Hackenbrauch, die appellieren hier im Grunde genommen an die Verunsicherten, an die Verängstigten und teilweise auch an die psychisch Kranken. Die sollen jetzt ihre Probleme vermehrt wieder auf die Straße tragen, um dann dort durch Maske das Ganze zur Norm zu erheben. Und siehe da, dann kann man das ja auch wieder verbieten. Dann kann man es wieder ganz offiziell machen. Wenn erstmal genug Leute mit Maske über die Straße laufen, dann ist es kein Problem mehr, es für alle verpflichtend zu machen. Tja. Niemandem geht es dadurch besser. Das ist ganz wichtig. Auch nicht dem psychisch Kranken geht es besser, wenn alle eine Maske tragen. Nein, natürlich nicht. Ne? Deren Probleme, die sind ganz anderer Natur. Und vermutlich auch die Probleme Frau Hackenbrochs. Ja, niemand, der gesund ist, appelliert an ein krankes Verhalten. Das ist doch krank. Ne? Mein Appell lautet, ignorieren wir die Appelle kranker Leute. Ja, ignorieren wir die Appelle psychisch kranker oder sonst wie verhaltensauffälliger. Wir können das doch nicht schon wieder machen, diesen Irrsinn. Ja. Ignorieren wir auch die Appelle unserer völlig verhaltensunauffälligen Politiker. Ne, wie, keine Ahnung, der Gesundheitsminister, ne, der fällt ja überhaupt nicht auf. Ja. Oder ein Herr Dahmen und. Ja, wir müssen das ignorieren. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Es ist wirklich spannend. Ich habe ganz große Angst, dass die Leute alle wieder mitmachen, aber ich habe auch ganz große Hoffnung, dass sie es nicht tun. Warten wir ab. Bis zum nächsten Mal.